Und dann können wir weiter, nachdem wir uns hier über den rumbuggenden Red Scorpion lustig gemacht haben. Haha, okay, wir wollen weiter in die Richtung. Hier wäre noch ein leeres Dreieck, ist in Ordnung, können wir machen. Und vielen Dank für die Hinweise in den Kommentaren bezüglich Prim und Begleiter. Ich freue mich jetzt schon auf Edie. Stimmt, ihr habt natürlich recht, ne? Und der Wahrnehmungsbuff ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Oh, da sind die nächsten Red Skorpione. Wir brauchen EP. Wir brauchen definitiv EP. Wir müssen es angehen. Drogen hatten wir ja keine, ne? PS, neue Aufnahme, neues Glück. Hat man kaum gemerkt. Aber wir haben noch Gegengift. Das ist gut. Damit können wir was anfangen. Wir sind voll aufgeladen, aber ein Kampf gegen zwei ist doch ein bisschen krass, oder? Nee, ich schieß die doch nicht an. Ich hab's mir anders überlegt. Habt ihr ein Schwein, dass wir es eilig haben? Immersiver Third-Person-Modus. Zack. Nee, da kommt aber was. Was ist das? Da steht einer, ne? Auch nur einer, ein einzelner Ghoul. Was macht der so weit hier draußen in der Wüste? Und das ist doch mal eine tolle Aussicht, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Hey, 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 wo willst du hin? Wo willst du hin? Pff, ich komme gerade aus Fallout 76. Ich muss gerade mich ein bisschen wieder warm spielen. Hey! Oh, 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 oh. Wechsel. 556er, Hohlspitzgeschosse, sofort, jetzt. Durchladen und in die Hocke gehen. Kopftreffer, ich will nur Kopftreffer sehen. Boom! Oh, das ist so gut. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem wieder zurück zur panzerbrechenden Muni gehen. Denn als nächstes werden wir damit, richtig, werden wir damit... I-Hundefleisch. Werden wir damit wieder Skorpione killen? Höchstwahrscheinlich. Weiter Richtung Nord. Nordwest. Immersion. So schön. So unglaublich schön, dass das ein Spiel kann. Dong. Oh, das sieht sehr verstrahlt aus. Das ist... ein Fall für unseren Hochleistungsstrahlenschutzanzug. Plus eins Rad. Ist in Ordnung. Im schlimmsten Fall gehen wir zum Doc. Das ist ein Ghoul. Alles klar, habe ich registriert. Doch, hohe Spitzgeschosse. Zurück. Mal gucken, funktioniert die Schnellwechseltaste für Moni? G? Nee, ne? M? Was war's? Ich glaube, es war G. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Munitionswechsel mit G. Funktioniert leider nicht. Pustekuchen. Na dann eben manuell. Munition. Solange das funktioniert, habe ich null Probleme. Null, ja, null Problemo. Wie Alf, genau. Ihr merkt schon, ich werde nervös. Wenn ich wieder anfange, über meine eigene Zunge zu stolpern. Da ist einer, den will ich. Aber wir sollten erstmal kurz... alles hier observieren. Ist nur der eine, ne? Was könnte ein ganz, ganz schlimm... oh, ist das noch einer? Boom! Kretisch, 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 Triple Kretisch. Hör auf zu schreien. Das ist... nein! Das ist ein Reaver! Reaver! Aber er kommt nicht rüber. Das ist gut. Das ist ein Vorteil für uns. Das nutzen wir aus. Nutze Schwächen der Videospiel-Engine zu deinem... Vorteil, lass dir Zeit. Alles ist cool. Wir könnten ein Stückchen näher ran. Wollen wir aber gar nicht. Treffen wir überhaupt irgendwas? Ein bisschen, ne? Aber wir haben ja ein bisschen Muni. Du da, mein Freund. Du kannst durchs Wasser rennen? Oder schwimmt der? Nee, der schwimmt. Wie süß. Ich wusste gar nicht, dass die schwimmen können. Das ist auch ein Reaver. Oh. Oh, oh. Oh, oh, ich glaube, wir sind tot. Aber ich bin mir noch nicht so sicher. Hoffentlich wird sich der Spaß lohnen. Kommt er her? Nee, er ist irritiert. Kann ich auch nachvollziehen. Das ist Munitionsverschwendung. Ich glaube, mit hoher Spitz geschossen. Kommen wir da weiter. Wollen wir rangehen? Wir wollen. Im schlimmsten Fall, naja, schneiden wir das wieder zusammen. Wir müssen uns auch mal was wagen.
Wir sind ein bisschen dolle verstrahlt. Wir können gerade kein Red Away nehmen. Es sind zu viele, ne? Wir haben nur 5 Schuss im Revolver, richtig? Ja, es sind 5. Oh, 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 oh. Mutig. Schrägstrich. Doof. Gehen wir hier zur Sache. Mesquite Mountains Krater. Total verstrahlt. Ich werde das Ding abtauchen später. Ich hoffe, wir haben noch genug Red Away, damit wir hier uns dann so weit entstrahlen können, damit das möglich ist. Hey, 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 na? Wie viel Prozent kriegen wir mit der 5-5-6er Pistole? Nicht genug. Und mit dem Cowboy-Repetierer? Ah. Hey, hey, hey. Ho, ho, ho. Wer war denn hier der krass Angeschossene? Ja? Die checken das alle gar nicht, ne? Das waren vielleicht friedliche Ghule. Hey, hör auf! Schieß nicht auf uns! Wir sind eine friedliche Kommune aus freiliebenden Ghoul-Reavern. Alles kann, nichts muss. Hauptsache es strahlt. Das könnte länger dauern. Aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Das ist es mir wert. Eine Sekunde. Hatten wir nicht auch noch Hohlspätz für... Doch, oh. Aber nur ein paar Schuss. Die müssen sitzen. Lad mal durch. Alles ist cool. Die sind mir zu friedlich. Ich traue dem Rat nicht. Boom. Das war ein Volltreffer. War Krüppel. Okay. Oh nein, der ging daneben. Das habe ich schon vorher geahnt. Oh, so schade. Ach, hier funktioniert jetzt die Munitionswechseltaste. Aber ich will mich nicht beschweren. Dann mach's doch nicht, Leo. Gute Idee. Yay! Stirb! Nicht, dass der sich gleich auflädt. Der haut ab, ne? Die hauen alle ab. Was soll denn das? Was für eine Frechheit. Wir gehen näher ran. Von, oh Gott, die Strahlung, Mensch, ne? Ich kann ja nicht mal das Red Axe nehmen. Wenn ich mich jetzt ausziehe, wäre ich total nackt. Ich würde schon gerne das Red Axe nehmen, aber auch das Red Away. Das nimmt er erst, richtig? Wenn ich mich umgezogen habe. Wie verdammt realistisch. Wir müssen ganz kurz in die harte Strahlung rein. Nackig machen. Nimm dein Red Away. Tatsächlich, das finde ich so großartig. Okay, wenn wir schon mal nackt sind, dann futtern wir gleich auch noch das Red Axe. Das ist unfassbar gut. Das muss die Mod sein. Animated Camps. Und die finde ich so großartig. Das bringt total neuen Flair mit. Okay, ist in Ordnung. Können wir abspeichern. Wir wollen. Wir sind bereit zu töten. Kommt doch mal rüber hier. Ich cap dir gegen die Burn. Gefahr. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Aber eben nur fast. Oh, die kommen, die kommen. Volltreffer. Gegen die Stirn. Die sind blind, glaube ich. Ist mir zu wenig. Ist mir zu wenig. Sind die wirklich nicht gefährlich vielleicht? Oder sind sie wirklich blind? Blind sind sie! Ah! Oh Gott, dieses Spiel, das will mich umbringen. Noch ein, noch ein, komm schon! Aufstehen, aufstehen, wegspringen! Ah, ah, ah! Ah, ah! Gib ihm, gib ihm! 35% auf die Distanz? Das ist ja nichts! Nichts, Mann! Ah! Come on, come on! Ist das etwa alles? Ich weiß nicht. Kann ich zumindest Wasser trinken? Stimpaks funktionieren doch auch nicht, oder? Nee, die gehen nicht, tatsächlich. Aber trinken auch nicht, oder? Ich probiere es mal kurz. Ich bin neugierig. Hier geht gar nichts. Doch, Wasser ging. Es bezieht sich nur auf Camps. Deswegen heißt die Mod... Animated Camps und das ist auch die Bestätigung, dass diese Mod das auslöst. Oh, nein! Wir waren so weit. Na dann eben klappe die zweite und vielleicht mit der Maschinenpistole. Wo seid ihr, ihr Lumpis?
Erwischen wir die überhaupt von hier? Oh. Aber das war sowieso der hart angeschossene. Das war ein Crit-Treffer. Nehme ich. Aber die hier mit Hohlspitzmunition ist, glaube ich, effektiver. Ist die noch drinne? Nee, das sind die normale. Gott sei Dank habe ich das früh genug bemerkt. Kollege. Boom! 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 Für einen Kopftreffer. Jetzt! Oh, oh, oh! Aufstehen, aufstehen! Bam, bam, bam! Weg, weg, weg! Sehr schön. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Nicht durcheinander bringen lassen, durchladen. Wir haben noch viel Energie. Kann man speichern. Der ist noch unschlüssig. Boom! Oh, 3 Reaver auf einen Schlag. Nein, nicht ins Wasser. Aber wir wollen ja sowieso noch tauchen gehen. Ich bleib mal kurz bei der Ghoul-Muni. Nimm wir mit. Wir haben so viele Baustellen. Ich weiß gar nicht. Reparieren? 60 oder 70? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Es ist... Das habe ich hier doch aufgeschrieben. 60! Projekt Rifle Reparatur reparieren 60. Das muss reichen, 61. Also bleiben wir erstmal dabei. Wissenschaft müssen wir auch noch hochtreiben. Für das Gegengift. Aber das wird umso länger wir spielen, immer weniger relevant, weil, wie schon erwähnt, die werden dann irgendwann nicht mehr allzu nah auf uns zukommen können, die Red Skorpione. Ach, was nehmen wir denn jetzt? Schusswaffen wird auch langsam obsolet. Wir kriegen ja auch noch dauerhaft buffende Hefte. Es ist mal wieder ein bisschen das Schleichen dran, ne? Aha. Was hast du für uns? Nur guten Kram! Und wir gehen natürlich als allererstes in die Hütte rein. Wir hatten jetzt nicht irgendwas Spezielles in Sachen Kaliber 20 Laufgeschoss. Naja, das spreadet halt nur ein bisschen weniger. Bleib mal kurz bei unserer neuen Knarre. Überfall! Hell's Motel. Ist hier einer drin? Ah! Okay, durchgedrehter Mr. Handy. Eine Sekunde. Mr. Handy, eine Sekunde. Wir wechseln zur robusten Karawanenflinte mit Impulskugeln. Ich glaube, das geht, wenn er sie draußen hat. Ne? Impulskugel und Impuls. Das geht nicht. Ich bin gleich wieder da. Doch. Hat es jetzt funktioniert oder nicht? Ach so, der hatte noch nicht nachgeladen. Es geht jetzt allgemein nicht oder wie? Okay, dann muss ich kurz unseren Trick anwenden. Ne? Ihr seht, auch bei mir läuft ein mit 500 Mods gemoddetes Fallout New Vegas nicht immer glatt. Im schlimmsten Fall Neustart, aber das braucht er natürlich dann nicht mitbekommen. So, jetzt nochmal in die Hand nehmen. Munition, Impulskugeln. Geht doch! Genau so wollte ich das. Ist ein schönes Workaround. Mir gefällt's. Wow, sind die effektiv, Mann, die Impulskugeln. Ist hier noch einer vielleicht? Noch ein Roboter. Da kann man ja von ausgehen. Weapon, Repair Kit. Hier ist ein Heftchen. Washingtoner Zeitschrift. Gucken wir gleich. Aktentasche, schmutziges. Nö, brauche ich nicht. Radio, lass mal gut sein. Was ist das für ein Hut? Vorkriegshut, den haben wir schon. Dr. Watson, Arzttasche. Yay, Reading Glasses. Die haben wir, glaube ich, schon. Ich guck mal. Jawohl, haben wir schon. Turbo nehme ich mit. Verstrahltes Wasser. Warum sollte man das tun? Oh, H2O-63. Ist das viel? Ich weiß nicht. Ödland Chirurgen-Outfit. Das haben wir definitiv noch nicht. Medizin plus 5. Nice. Wiegt nichts. Könnte man verkaufen. Okay, dann nehmen wir es doch mit. Und das ist zu billig. Gott sei Dank haben wir uns den Weg hierher erkämpft. Die haben wir noch nicht. AP plus 5. 5 AP. Und Red Resistance. Plus 20 für 4000 Kronkorken. Was kann unsere aktuelle Gasmaske? Glück plus 1. Kritische Treffer. Ne? Aber mehr AP wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber nur 5. Das ist nicht viel. Dann nehme ich lieber
nehme ich lieber das Glück. Eine wird verkauft und eine wird in die Sammlung geschmissen. Ich brauche noch eine Knochensäge brauche ich noch. Verstrahltes, steinartes Fallobst und danke, nein, Ducktail. Au. Oh, Sternkronkorken, dankeschön. Verstrahlter Scotch, warum ist das alles so verstrahlt? Ach so, ja, wo sind wir denn hier gerade? Damit können wir unsere Klamotten reinigen. Cuttingboard brauche ich nicht. Vielleicht mache ich das auch gleich mal. Unsere Hauptkleidung hier, unsere eigentliche Hauptkleidung. Ödland Outfit, genau. Quatsch, nicht das Chirurgen-Outfit. Wir haben das hier, ne? Ach, das ist voll. Na, dann reparier mal das Chirurgen-Outfit. Box of the Turgen, nicht Degeneration, wie ich so oft falsch gesagt habe. Keine Schutzwirkung. Mhm. Hammer. Hammer, yay. Wir können bald wieder ein neues Weapons Dismantle Kit herstellen, aber vielleicht halten wir den Hammer erstmal zurück. Also, dass wir, wenn wir überhaupt ein Weapons Dismantle Kit, ein Waffenzerlegekit herstellen, dass wir das nur machen, wenn wir am Ende einen Hammer über haben, mit dem wir dann, weiß ich nicht, dann irgendwann diese puren Weapon Repair Kits herstellen können. So machen wir es. Alles verstrahlt oder zu billig, ne? Niemand will verstrahlten Scotch trinken. Niemand hat vor, verstrahlten Scotch zu trinken. Schrank. Oh, Haarklammern. Yay, und ein Teddybär. Noch nicht, noch nicht. Erst wenn wir sicher eine Bude haben. Haben wir aktuell ein Schachbrett für Chat? Nein. Ach, das konnten wir ja nicht klauen. Das hat der RNK gehört. Wie spät ist es? Ja, wir können ruhig ein Schläfchen machen. Und zwar erstmal 12 Stunden für einmal rum. Also Wechsel von PM auf AM und dann plus 4. Okay, machen wir 5 draus, dann ist die Sonne wirklich schon draußen. Ja, das tut auf jeden Fall gut. Ich lasse mal für den Moment die Impulskugeln in der Schrotflinte, wechsle aber wieder zum Repetiergewehr. Haben wir nicht irgendwas, womit wir den reparieren können? Den Cowboy-Repetierer? Nee. Das Ding ist auch maximal voll. Okay, es geht weiter. Licht aus. Was für eine ansonsten tolle Lichtstimmung jetzt in Bezug auf die Sonne. Ist schön. Und wir wollten ja unbedingt tauchen gehen. Oh, das weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht speichern, riskieren die Strahlung im schlimmsten Fall. Laden wir uns da nochmal durch. Licht an. Hier scheint nichts zu sein. Die O2-Anzeige im Auge behalten. Hier könnte irgendwas ganz Cooles sein. Oh, 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 oh! Okay, irgendwie hat sich gerade das letzte Viertel der O2-Anzeige ein bisschen schneller in Luft aufgelöst. Hoch, hoch, durchatmen. Verdammte Strahlung. Ja, ist gut, ne? Hier ist offensichtlich nichts auf dem Grund. Hoch. Runter. Nee, allzu viel scheint es hier nicht zu geben. Wir sind im radkritischen Bereich. Wir müssen tatsächlich sehr bald zum Dock. Und beim nächsten Feuerchen gucke ich mal nach, ob wir da nicht irgendwas... Was ist das? Ein Kojote, fast unsichtbar. Kojotenfell 1 zu 7. Nein, Kojotenfleisch wollen wir auch nicht. Ob wir irgendwas herstellen können, womit wir uns naturell entstrahlen können. Oh, meine Güte. Das ist echt übel hier mit der Strahlung. Ist das immer so ein Fallout? Weg hier, weg hier! Dieser Ort ist verflucht und verstrahlt. Oh, nein! Das war jetzt nicht geschummelt hier, dass ich unbedingt ein bisschen Strahlung wieder wettmachen wollte durch billiges Nachladen von einem Schnellspeicherpunkt. Nein, nein! Diese Mine habe ich nicht kommen gesehen. Die hat mich total überrascht, denn dieses Spiel ist... Eine verdammte Todesfalle. Wo ist denn hier bitte die Mine gewesen? Wo? Im Gras? Im Busch? Ich glaube, da ist irgendwas Mieses im Busch gerade. Oh. Wo? Wo?
Wo zur Hölle ist diese verfluchte Mine? Da unter dem Bücherhaufen vielleicht? Ich sehe sie nicht. Oder dem Pinökel da, ne? Ab wann kann ich den hochheben? Ab wann? Haben wir. Mir reicht's. Ich renne da jetzt einfach dran vorbei. Ha! So nah wie möglich. Dass wir sie auslösen und. Und naja, noch weg können. Reicht nicht. Noch ein Stück, komm jetzt! Was? Was soll denn das? Davor konnte ich hier kaum bis hier, bis zum Busch und jetzt? Und jetzt? Was zur Hölle? Wo ist denn hier? Ist hier ein Draht gespannt oder so, den man vielleicht nicht sehen kann? Ist okay, wir sind nicht verkrüppelt. Wir haben nur ein bisschen Energie verloren. Das nehme ich. Was war denn das? Ja, ein Glück hat das hier keiner gehört. Wir können uns auch mal wieder umziehen. Wie weit hat das unseren Hochleistungsstrahlenschutzanzug? Gar nicht. Naja, der hat ja auch Schutzwirkung 6. Im anderen Outfit wären wir wahrscheinlich schon tot. Ödlern-Siedler-Outfit. Gasmaske haben wir an. Glück plus 1. Und die Sonnenbrille drunter geklemmt. Für Wahrnehmung plus 2. Ist gespeichert. Und jetzt gucken wir doch mal, wofür wir hier unser Leben riskiert haben. Für nichts, ne? Ne, Informatik im Team. Das gilt. Das ist High Value Loot. Erste-Hilfe-Kasten. Nehme ich. Schön. Nicht verkehrt. Ist in Ordnung. Informatik im Team. Ist nur ein kurzes Heft. Verkaufen wir. Brauche ich nicht. Aber das hier, das können wir lesen. Medizin um 3 erhöht. In Kombination mit unserem Ödlern-Chirurgen-Outfit. Nicht verkehrt! Oh Gott, wer ist das? Wo zur Hölle kommst du her? Ach, so ein Ghoul. Alles klar. Alles klar. Ich könnte natürlich auch die Waffe wechseln, aber ich, weiß nicht. Schaffen wir so nicht, ne? Das schaffen wir so nicht. Der wird uns hauen, der wird uns auf jeden Fall hauen. Kurz Auszug. Lauf, lauf!